Meine sehr verehrten Damen und Herren, Manuelsen hat Streit. Ja, das ist, wird jetzt viele von euch sehr überraschen. Diesmal geht es aber nicht um Willi Wills Wissen oder irgendwelche Rapper, sondern seit geraumer Zeit beeft sich Manuelsen mit verschiedensten TikTokern. Ich habe das auch alles nur oberflächlich mitbekommen, weil mir Leute ab und zu mal ein paar Best-ofs schicken, ja, ein paar Highlights und mir auch ab und zu mal so ein Mustack-Video, der ja über jeden Scheiß, der bei Manuelsen abgeht, ein Video macht, vorgeschlagen wird auf YouTube. Deswegen sagen mir so Namen wie Barello, arroganter Pate, Engelsgesicht durchaus was. Barello finde ich sogar sehr lustig. Der ist eine coole Socke, Digga. Und ich muss auch sagen, dass ich glaube, dass Barello ein absolutes Genie ist, der hier nur eine Rolle spielt. Kennt ihr das Ende von Scary Movie 1, wo dieser trottelige, leicht beeinträchtigte Bulle sich den Schnauzer abzieht und alles drum und dran? Doofy, genau, ja. Und dann sich eine Kippe anmacht und voll der coole Typ ist und dann zu so einem Mädel ins Cabrio springt und die beiden dann Richtung Sonnenschein wegfahren. Wenn Barello irgendwann mal es geschafft hat, dass das komplette Clan-Gebiet in Deutschland am Brennen ist und in Schutt und Asche gelegt wurde, wird auch Barello mit so einem Girl dann ins Abendrot fahren, ja. Aber nichtsdestotrotz geht es heute nicht primär um Barello, sondern um Manuelsen, der sich in den letzten Wochen auch sehr oft darüber beschwert hat, dass keiner darüber berichtet, wenn er denn mal angegangen wird, wenn er im Recht ist, aber Leute ihn halt im Unrecht verwalten lassen und vor allen Dingen auch dann niemand den Mund aufmacht, wenn es denn darum geht, dass er rassistisch beleidigt wird. Da mag er recht haben, natürlich ist es auch nicht an mir vorbeigegangen, dass es da in den letzten Tagen auf jeden Fall eine unschöne Äußerung seitens dieses Typen hier gab, Engelsgesicht. Und das ist auch nicht die erste Äußerung von Engelsgesicht in dieser Richtung. Jetzt gibt es anscheinend hier ein klärendes Gespräch zwischen Engelsgesicht, Barello und Manuelsen. Und Arafat ist der Streitschlichter hier. Wir gehen einfach mal rein, labern gar nicht am Anfang so lange rum und schauen mal, was hierbei rauskommt. Warten wir, bis der andere auch reinkommt, inshallah. Inshallah. Ach, das hat auf TikTok auch selber stattgefunden. Das Live-Gespräch. Ich hatte nur mitbekommen, dass Manuelsen irgendwie im Stream auch mit Bösemann telefoniert hatte und das, ich dachte, das ist hier so ähnlich, aber ist ja okay. Dann kriegen die drei hier noch lustige Hüte aufgesetzt und so weiter, ne? Inshallah, wir sind, Manu ist dein großer Bruder, Barello. Ja, ich kenne ihn. Anstand und Respekt. Salam alaikum, Jihad. Alaikum salam. Arafat. Wallah, alhamdulillah, kiefer hinter Arafat. Allah arham waldeka, Rabb. Waren die beide dann auch live auf Twitch gleichzeitig oder hat das Ganze hier nur auf TikTok stattgefunden? Also hat Manuelsen jetzt seinen Chat hier auch noch und alles? Das würde mich mal interessieren, Digga. Aber wenn wir schon live sind, warten wir auf Engel, kann ja Barello anfangen. Kommt Engel noch, oder? Inshallah, er kommt. Warte mal. Er hat einen Account, ist gesperrt, aber er sucht einen anderen Account. Das ist so eine Truppe, Digga. Ja, das ist einfach immer noch unfassbar, dass Arafat da einfach mittendrin ist, ja. Sag mal, Jemo, mich klären. Doch. Wo bist du? Ja. Okay. Weil er sein einer Account ist, haben sie ihn gesperrt. Er muss einen anderen nehmen. Tamam. Aber Barello, fang du doch an. Darf ich? Total, Habibi. Da kriegt er hier direkt so eine Witze aufgesetzt, ja. Das ist so doof, Alter, ja. Das nimmt dem Ganzen natürlich echt ein bisschen die Ernsthaftigkeit hier, ne? Ach Mann, ey. Könnt ihr alle mal wieder mehr CDs kaufen, Alter, dass Rapper nicht mehr sich auf TikTok und Twitch hier ständig, ja? Total, Habibi. Guck mal. Erstmal grüße ich alle, die hier sind. Ich kann nicht sehen, wie viele wir hier gerade sind. Ich grüße erstmal alle, die hierher gekommen sind. Und kann man das auch ausschalten? Kann man das ausschalten, dass wenn man live geht mit Leuten,
Ich möchte keine Hüte und keine Astronautenhelme aufgesetzt bekommen, während ich hier ernst rede. Das sind Spenden, ja, stimmt, okay. Ja, das schmeckt natürlich. Könnt ihr mir auch Cowboy-Hüte aufsetzen, ist kein Problem. In erster Linie muss ich mich bedanken bei Arafat und bei Martin, ne, die das Ganze hier aufgesetzt haben. Eigentlich hat Arafat das aufgesetzt, aber wir haben heute gesprochen, dass wir das machen. Und ich glaube, das ist auch die beste Art und Weise. Salam alaikum. Das ist die beste Art und Weise, diese Sache hier vom Tisch zu kriegen. Und ich möchte, auch wenn Arafat mir davon abgeraten hat, ich möchte es trotzdem sagen, guck mal, Barello und Engel, guck mal, wenn ich eine Sache gesagt habe. Also ich glaube, die erklären nicht nochmal, was der Grund war hier für diesen Talk. Ja, deswegen fasse ich das nochmal kurz zusammen. Engels Gesicht ist jemand, der schon sehr, sehr oft negativ in Erscheinung getreten ist auf TikTok-Livestreams. Der legt sich mit jedem an, der beeft in jede Richtung und alles drum dran. Der hat sie nicht mehr alle, wirklich. Und der hat auch in Richtung Manuelsen schon öfters solche Sprüche gemacht. Der aktuellste ist aber, dass er wohl einen Schokoladenkuchen gegessen hat und da irgendwie gesagt hat, ich esse gerade Manuelsen oder sowas. Und sich dann halt totgelacht hat. Die anderen, die da mit im Stream waren, haben sich auch alle erst totgelacht und so weiter. Das ist natürlich eine klar rassistische Äußerung, die es absolut zu verteufeln gilt. Geht gar nicht sowas. Ekelhaft, asozial, hochgradig rassistisch. Geht einfach nicht. Daraufhin hat sich Manuelsen aufgeregt, zu Recht, und hat gesagt, das kann nicht wahr sein. Ja, wo bleibt da der Aufschrei in der Rap-Szene und bla bla bla. Ja. Wobei ich natürlich dann wieder sagen muss, was hat dieser ekelhafte Typ hier unten rechts mit der Rap-Szene zu tun? Meiner Meinung nach nichts. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch geworden mittlerweile, dass irgendwie TikToker mittlerweile zur Rap-Szene dazugehören. Auch ein Barello hat für mich nichts mit Rappern zu tun. Ein Engelsgesicht hat für mich nichts mit Rap zu tun. Ozan hat da nichts mit zu tun. Das ist natürlich dadurch gekommen, dass sich unter anderem auch Arafat mit den Jungs hier abgibt. Arafat hat ja durchaus was mit der Rap-Szene zu tun. Das kann man ihm zumindest basierend auf seiner Vergangenheit nicht absprechen. Und viele Rapper gehen halt auch auf die Angriffe von diesen Jungs hier ein. Und somit sind die da irgendwie mit in unserem Kosmos auf einmal drin. Rap-Update berichtet über die und andere Newsseiten berichten über die. Weil man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele Rapper heutzutage echt ein Problem damit haben, die fehlenden Einnahmen durch ihre sinkenden Verkaufs- und Streaming-Zahlen zu kompensieren. Deswegen sind doch so viele Rapper auf TikTok, auf Twitch und auf YouTube und noch und nöcher. Ja? Rapper sind Influencer. Ist ja auch nicht schlimm. Multiple Einkommensströme sind super. Somit setzt man nicht alles auf eine Karte. Aber wenn man zurückdenkt, so vor 5 Jahren oder so, ja, wurden noch alle YouTuber gottlos beleidigt und lächerlich gemacht, die mal versucht haben zu rappen. Egal, ob das gut oder schlecht klang, weil das ist ja Rap. Geil. Da darf keiner rein von außen, ne? Das dürfen nur reinrassige Rapper machen. Ja, ne? Nachdem Manuelsen dann diesen Engelsgesicht als Rassisten bezeichnet hat, ist Barello live gegangen und hat sich dann halt auch mit einer Ansage gegen Manuelsen gemeldet und hat halt auch irgendwo nachvollziehbar gesagt, ey, ich kenne Engels Gesicht, der ist kein Rassist, aber wo regst du dich denn drüber auf, wenn deine Rockerfreunde sagen, no monkeys in the club? Ja, ihr kennt den Spruch aus der Hells Angels Ecke, ja? Wo regst du dich denn da auf? Ist ja ein legitimer Punkt, der bei Manuelsen schon des Öfteren angesprochen wurde, ja? Man muss aber natürlich auch sagen, das ist Manuelsens Problem, ja, wie er damit klarkommt. Wenn das für Manuelsen aus irgendwelchen Gründen halt etwas anderes ist, dann ist das seine individuelle Entscheidung, damit klarzukommen. Damit rechtfertigt man aber nicht, was der Mann hier gemacht hat, beziehungsweise gesagt hat. Ja. Und das ist jetzt das Problem, was jetzt hier im Raum steht und darüber reden die jetzt. Okay, die euch irgendwie schwer auf dem Herzen liegt. Guck mal. Wenn ich eine Sache gesagt habe, okay, die euch irgendwie schwer auf dem Herzen liegt, ne, dann ist das nicht meine Absicht gewesen. Ne, und ich möchte eigentlich niemandem was Böses. Das Problem ist nur, ich bin gerne Musiker, ich mache gerne meinen Content und so, weißt du, und ich bin aus irgendeinem komischen Zufall in diese komische Bubble gerutscht. Naja, der komische Zufall ist, dass Manuelsen eine lange Historie hat, sich von irgendwelchen Hatern triggern zu lassen, zu sehr, sehr hanebüchenden und unfreiwillig komischen Livestream-Ausrastern.
Und das ist doch das, worauf diese beiden Jungs hier spekulieren. Das ist doch das, worauf die Reichweite aufbauen. Die gehen live mit irgendwelchen Leuten oder machen Ansage an irgendwelchen Leuten, bei denen die genau wissen, okay, die gehen an die Decke, wenn ich A, B und C sage. Warum fronten die denn keinen Kollegen? Weil der im Leben denen kein Gesicht geben würde. Warum fronten die denn keinen Farid Bang? Weil der sich darüber lustig machen würde. Und die Jungs mit Humor beerdigen würde. Warum fronten die einen Manuelsen? Weil die genau wissen, der ist zur Stelle und der spielt denen in die Karten. Natürlich ist das kalkuliert. Das war es am Anfang vielleicht noch nicht, aber seitdem die gesehen haben, wie viel Kohle die damit machen können, suchen die doch immer nach dem Nächsten, den sie zur Weißglut bringen können. Aber irgendwann geraten die an den Falschen. Jetzt nicht persönlich nichts zu tun haben, sondern ich möchte einfach mit den Sachen, was ihr macht, dass ihr macht das gut, das ist alles eure Sache, nur ich habe 100-mal betont, ich möchte da kein Teil von sein, weil ich damit nicht umgehen kann. Okay? Und wenn da so komische, wenn da so komische Witze kommen über meine Hautfarbe oder über sonst was, ne, dann greift mich das an, egal wie alt ich bin. Und ich bin älterer Mann, ist kein Problem, aber trotzdem greift mich das an, weil ich kämpfe mein ganzes Leben damit. Das mag für euch vielleicht im ersten Moment nicht ganz verständlich sein, ne? Aber ich erkläre euch das jetzt hier einmal wirklich und ich rede offen und ich rede ehrlich. Für mich ist das sehr verständlich. Wo ich mit Belasch die Townhall gemacht habe, da war das gerade mit diesem Spruch von Bösemann aktuell und Manuelsens Ausraster daraufhin. Und da habe ich auch gesagt, dass ich das nachvollziehen kann. Manuelsen ist in einer Gegend aufgewachsen, wo er mit seinem Aussehen, mit seiner Hautfarbe definitiv ja, alleine war. Ja. Und dementsprechend hat er natürlich seit der Kindheit ekelhaftesten Rassismus erfahren. Und ich will nicht wissen, wie seine DMs aussehen. Jeden Tag aufs Neue kriegt er doch wahrscheinlich hunderte anonyme Internet-Rambo-Nachrichten, in denen er gottlos und aufs Ekelhafteste rassistisch beleidigt wird. Und habt mal so einen Kopf, Digga. Geht mal mit sowas durchs Leben. Der Mann hat logischerweise Instagram auch, weil es Teil seines Jobs ist. Und dann machst du Instagram auf und du kriegst schon Psychose, du kriegst schon schweißnasse Hände, wenn du überhaupt auf diesen DM-Button klickst. Weil du genau weißt, okay, was muss ich jetzt wieder lesen? Und das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Deswegen kann ich verstehen, dass er eine kurze Zündschnur hat. Zumindest bei dem Thema. Da gibt es auch eigentlich keine lange Zündschnur. Bruder, Rassismus ist einfach dumm. Ist einfach dumm. Ehrlich, ne? Bitte, bitte macht das nicht. Macht das bitte nicht. Das ist wirklich sehr verletzend. Ne? Das ist wirklich sehr verletzend. Egal, ob ich mit Schwarzen unterwegs bin oder mit Arabern unterwegs bin, Türken, Kurden oder Polen, Spaniern, ist vollkommen scheißegal. Ne? Ich laufe mit dieser Hautfarbe seit 44 Jahren rum und seit 44 Jahren habe ich diesen Kampf. Es ist wirklich anstrengend. Ne? Und ich möchte gerade von uns, von euch Ausländern, guck mal, Albaner, Türke, Arafat ist Palästinenser. Ich möchte gerade unter uns, die irgendwo auf eine Art und Weise das gleiche Leid hatten, damals, wo wir jung waren. Ne? Ich möchte, dass keiner von euch oder ich oder ne? Ich möchte unsere Kinder oder Verwandten sowas erleben müssen. Ich möchte das nicht. Das ist diese kurze Sonnenbrille, ja? Es ist wirklich sehr, sehr schlimm. Deswegen sage ich jetzt heute hier, ich weiß, Arafat hat mit euch geredet. Guck mal, eure Community guckt zu. Ich weiß, ihr hättet jetzt gesagt, ey. Manu klingt aber, also ich weiß, hier steht ja jetzt auch nicht Ausraster im Titel, ja. Deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass das hier so auf dem Niveau bleibt. Aber Manuelsen klingt ja hier in sich nachvollziehbar, logisch, ruhig, gefasst. Und somit hat sein Wort hier sogar so etwas wie Bedeutung. Ich bin ja überrascht hier, ja. Ich bin ja überrascht. Meint, er liegt an Ari? Ja, kann natürlich sein, ja. Das ist vorbei, ne? Ich wünsche euch viel Glück mit dem, was ihr macht. Bitte verzeiht mir, wenn ich an die Decke gehe bei manchen Sachen. Und ich möchte auch, dass ihr versteht, ihr seid jung und ihr macht Content. Bitte passt auf, dass ihr niemanden sein Herz schwarz macht mit den Sachen, die ihr macht. Das würde ich euch sagen. Okay? Das ist alles so gut durchdacht von Barello. Er nimmt die ganze Szene hops. Ja, safe. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ne? Doofy, Alter. Und auch, dass er sich immer entschuldigt danach. Ja, er testet seine Grenzen aus und dann, wenn er gemerkt hat, okay, er ist an seine Grenze gekommen. Manuelsen, Abi, es tut mir leid, du bist mein Lieblingsrapper. Ich habe alle deine CDs zu Hause. Abi, Habibi, Cousin. Du bist Bruder, ich liebe dich.
Und dann verzeiht man den schon, ne? Ja, aber ich finde auch den Werdegang von Arafat fragwürdig. Dass er auf TikTok abhängt, ist schon komisch. Das hätte er eigentlich nicht nötig. Wahrscheinlich nimmt Arafat Prozente von Barello für die ganzen Fitnessschlichtungen. Na, das ist doch schon deine Antwort, Bruder. Arafat ist auch ein Geschäftsmann. Und natürlich, wenn er sich da so ein paar TikToker krallt, wie Bilal Gold, wie heißen die anderen denn alle? Ihr wisst da, wen ich meine. Ja, hier auch die Jungs hier. Dann ist natürlich so, dass von den zahlreichen Spenden nicht nur TikTok einen harten Cut kriegt, sondern da wahrscheinlich auch Arafat mit reingreift. So leicht verdientes Geld, Bruder. Digga, würdet ihr es an Arafats Stelle anders machen? Du hast hier 5 solche Hampelmänner, Digga, die halt sich nicht wehren können, aber trotzdem jedem irgendwie Ansage machen. Alles, was Arafat machen muss, ist ab und zu mal mit denen live gehen und zu sagen, ey, hört auf, bessert euch. Das ist das leicht verdienteste Geld der Welt. Das würde ich euch sagen. Du sagst nur Hack und du hast nur Allahumma barik, nur Hack gesprochen und an dein Wort. Deine Hautfarbe ist meine Hautfarbe, andersrum genauso. Manchmal hast du recht, in einer Wut, in einem Zorn sagt man Sachen, die man danach sagt, was habe ich da gesagt eigentlich? Verstehst du, was ich meine? Aber trotzdem habe ich mit den Jungs geredet. Aus freien Willen, Wallahi, aus freien Willen will Engel Chari, der heißt nicht Engel Chari, reden und Barallu genauso. Und ich möchte auch, inshallah, ich will nur vorab was sagen, Manu. Wer schwarze Religionen, irgendwas mit den Leuten, die ich zusammen bin, ja, live geht und beleidigt, ich werde nie im Leben, ich werde euch boykottieren. Ich werde genau derselbe Feind sein. Ist einfach ein No-Go. Es gibt Sachen, ja, die kann man unter schwarzem Humor verbuchen. Es gibt Sachen, die edgy sind und trotzdem lustig sind und so weiter. Ja. Aber rassistische Äußerungen sind einfach ein No-Go, Bruder. Ja, da bist du auch hier raus. Habt ihr ja gesehen, auch bei den Entbannungsanträgen. Wir sind bei manchen Sachen, ja, die auch ein bisschen hart sind, haben wir gesagt, ja gut, alles, der junge Mann hat sich in dem Entbannungsantrag entschuldigt, hat gesagt, ist nicht so angekommen, wie der Witz ankommen hätte sollen. Dann dürfen die wieder mitmachen, aber sobald die irgendwas Rassistisches am Start ist, seid ihr raus und zwar für immer. Ich würde hinter Manu stehen, als hinter dir oder oben. Weil wer seine Hautfarbe beleidigt, meine Hautfarbe, wer ihn beleidigt, beleidigt. Barakallahu fiek. Ich meine es richtig ernst und nicht hahaha, weil irgendwann muss das, hast du recht, irgendwann muss das auch aufhören. Hab einen Cringe-Anfall bekommen, als die über Samra geredet haben. Hast du das gesehen, so ekelhaft? Nee. Wen meinst du jetzt? Manuelsen und Jihad oder die TikToker hier? Bruder, ich verfolge das nicht. Ich krieg das nur zugeschickt. J-Dog ist da seit kurzem ein riesen Fan von. Ja? Der schreibt mir da immer täglich fast so Live-Ticker-mäßig schon, welcher TikToker sich jetzt mit wem in den Haaren hat. Da haben wir den J-Dog auf jeden Fall in ein ganz, ganz komisches Rabbit-Hole geschickt. Und ansonsten, ja, kriege ich aber hier nur Fragmente mit, ja. Ich dachte, das war jetzt mal ein bisschen interessant, auch wegen diesem komischen Hip-Hop.de-Artikel, der jetzt veröffentlicht wurde, wo sich dort darüber echauffiert wurde, dass keiner aus der Szene Manuelsen verteidigt und dass es doch immer, wenn es gegen Manuelsen geht, automatisch irgendwann die Hautfarbe mit ins Spiel kommt, was natürlich völliger Humbug ist. Ja, 100% hast du recht. Ja. Ne? So, wie gesagt, guck mal, ich will den Jungs nicht vorschreiben, was sie machen. Das, was sie machen, machen sie, die werden ja wohl irgendwas richtig machen, sonst hätten sie nicht so viel Follower und Content. Und ich will mich da auch nicht einmischen, weil das ist die Zeit von heute. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich würde euch raten, das ist wirklich nur ein Rat, ne? Macht das, was ihr macht, das macht ihr gut, nur sorgt dafür, dass ihr niemanden sein Herz schwarz macht. Wenn die Leute mich manchmal sehen, wie ich im Internet bin und auf Leute fluchen, dies und das, ne, und bei Allah, ich mach das nicht umsonst. Ich bin kein Mensch, der rausgeht und Leute blöd einfach anpöbelt oder Leute verflucht oder Leute beleidigt umsonst. Jedes Mal haben die mir was vorher getan. Und das ist nur eine Reaktion. Ja. Was hat dir denn Willi Witz Wissen getan? Und wenn wir mal ehrlich sind, was hab ich dir denn getan? Was hat die Roos denn getan? Da würde ich auf jeden Fall auch doch entschieden widersprechen. Aber Manuelsen ist ja schon genug gestraft damit, was es dann halt für Reaktionen gibt. Das Problem ist halt, an der Art und Weise, wie Manuelsen normalerweise reagiert, dass er damit nur noch mehr Gegenwind erntet. Das ist doch sozusagen der Drachenlord-Effekt. Drachenlord hat irgendwann mal gesagt, ey, hier hat einer bei meiner Schwester angerufen, ihr verdammten Hater, ich zeig's euch, ich hau euch allen die Fresse ein, kommt vorbei.
So und so ist meine Adresse. Ich hau jeden von euch ins Krankenhaus. Und was ist passiert? Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und Manuelsen macht doch genau das Gleiche bei seinen Ausrastern immer, ne? Bei Bösemann zum Beispiel. Komm, ich bin da und da, komm. Ich schlag dich, komm raus. Komm raus. Das ist einfach kontraproduktiv für das, was du eigentlich erreichen möchtest. Möchtest du nicht Frieden, Bruder? Möchtest du nicht Seelenfrieden? Möchtest du nicht glücklich durch den Tag gehen? Ich glaube nicht, dass Manuelsen glücklich ist. Ich glaube nicht, dass Manuelsen innere Zufriedenheit empfindet in seinem Herzen. Dieses emotional Geladene ist sehr, sehr anstrengend. Ich weiß, wovon ich rede. Ich war auch mal so. Wo wir uns das erste Mal in die Wolle bekommen haben, wo Manuelsen mir auch richtig unschöne Voicemails geschickt hat. Bruder, ich habe mir sonst was ausgemalt, Digga. Ja? Ich habe den gehasst wie die Pest, Alter. Ich habe mir gedacht, eigentlich hast du ja voll den krassen Vorteil. Du fliegst einfach komplett ohne Anmeldung nach Deutschland, lauerst dem irgendwo auf, machst, was du machen willst, fliegst am selben Abend noch zurück und schläfst ein wie ein Neugeborenes. Ja, so eine Psychoscheiße, habe ich damals gedacht, ja. Echt geisteskrank, Digga. Aber so bin ich heutzutage nicht mehr. Ich habe mich, glaube ich, charaktermäßig gut weiterentwickelt und bin heutzutage nicht mehr so, dass ich Emotionen an negative Erfahrungen ewig koppel. Man muss lernen, loszulassen und man muss auch lernen, einfach Leuten zu verzeihen, weil es einfach irrelevant ist für das, was du im Leben haben möchtest und für das, was du im Leben erreichen möchtest. Ich habe ja hier schon vor zwei, drei Wochen habe ich ja schon gesagt, dass ich Manuelsen verzeihe für seine letzten Aussagen in meine Richtung. Der muss sich dafür nicht mehr entschuldigen. Erwarte ich nicht. Ich erwarte gar nichts von Manuelsen. Ich weiß, dass der kein leichtes Leben hat. Er macht es sich natürlich auch selber schwer, aber wie gesagt, allein schon, wenn ich daran denke, wie es in seinen DMs aussehen muss, wird mir übel. Und ich habe keinerlei negative Emotionen, die ich in Richtung Manuelsen empfinde, aufgrund von irgendetwas, was er in meine Richtung gesagt hat. Es ist mir sozusagen egal, ich nehme es hin, ich erinnere mich daran, aber ich bin ihm deswegen nicht böse oder habe sonst irgendeinen Gräuel. Und damit lebt es sich sehr gut, meine Freunde. Okay, das ist nur eine Reaktion. Nach dem heutigen Tag, hoffentlich, wenn man sich irgendwo trifft, dann werdet ihr sehen. Ich bin nicht der Mensch, für den die Medien mich gemacht haben oder was die Medien immer von mir sagen. Manuel rastet aus oder Manuel ist der oder Manuel ist das oder Manuel haut den Rapper in die Fresse. Wenn ein Rapper von mir in die Fresse kriegt, hat es verdient gehabt. So, und das kann, jeder kennt die Geschichte. Er hat ja nicht mal selber von dir auf die Fresse gekriegt, sondern von anderen. Ne? Er hat es verdient gehabt. Okay. Ja. So, und ich habe meine Strafe hingenommen wie ein Mann. Ansonsten fällt dir nichts vor. Ich mache meine Musik, ich mache mein Content, das Gleiche wünsche ich euch auch. Inshallah macht ihr das weiter erfolgreich und dann soll die Sache ein Ende haben für mich. Tari? Ja? Was sagst du dazu, Bruder? Ja, wo er recht hat, hat er vollkommen recht. Ich bedanke mich erst einmal, dass er mir überhaupt die Chance gibt, Manuel, aber ich wollte mich nochmal entschuldigen. Es tut mir leid und es wird nie in der Zukunft mehr was passieren. Bruder, Fasla, Kunusch, Mann, Gerek, Joch, Canim, Benim. Ne? Bitte. Also, Entschuldigung. Ich habe zu ihm gesagt, es bedarf keine weitere Rede. Doch. Ne? Alles doch. Ist okay. Bruder, lass ihn, wie du dein Herz ausgeschüttet hast, soll er sein Herz auch ausschütten. Natürlich. Ja, wie gesagt, das tut mir wirklich leid. Das müsste nicht sein. Das war übertrieben. Ich habe dich auch 2 Jahre lang provoziert. Digga, 2 Jahre lang, ja? Macht er schon solche Sprüche im Internet? Bruder. Wahnsinn. Die sind auch schon mal aneinander geraten. Ich glaube, auf TikTok live oder so. Wie gesagt, ich habe das alles nur am Rande mitbekommen. Da gibt es auch noch so einen arroganter Pater, heißt der. Mit dem hat Manuelsen auch schon mal live gestreamt und da ist er auch ausgerastet und so. Weißt du, guck mal, man muss natürlich auch dazu sagen, wenn man jetzt mal daran denkt, was Manuelsen für eine musikalische Legacy hat, die ihm natürlich auch nicht abzusprechen gilt, ja, würde ich denen einfach kein Gesicht geben. Ja, warum lässt man sich auf dieses Niveau herab und quatscht hier mit irgendeinem Engelsgesicht? Was kann der denn? Was hat der denn? Was macht der denn? Der geht auf TikTok, macht Challenges mit irgendwem, verliert und schlägt in seinen eigenen Fernseher rein. Ist der denn überhaupt unterhaltsam? Ich meine, Barello, wie gesagt, ich finde den unterhaltsam. Der hat schon irgendwie eine entertainende Art. Ja.
Aber warum gibt denn ein Manuelsen solchen Typen ein Gesicht? Ja? Also irgendwie ist das ja dann auch doch irgendwie sowas, was er braucht oder was er denkt, dass er braucht. Aber ich bin der Meinung, und man kann natürlich als Außenstehender da nicht wirklich drüber urteilen, aber für mich sieht es so aus, als ob er das nicht braucht, als ob ihn das aufhält, als ob ihn das ausbremst, als ob ihn das unglücklich macht. Und das tut mir leid. Wie gesagt, wo du recht hast, hast du recht, irgendwann flippt man halt aus, aber wird in Zukunft nicht mehr vorkommen. Und ja, genau, bleib wie du bist. Ich grüße dein Herz, Dankeschön, Bruder, vielen Dank. Ich finde es aber auch dann immer ein bisschen cringe, dass man sich danach dann direkt wieder Bruder nennt hier, ja? Das muss dann meiner Meinung nach auch nicht sein. Ich habe mich auch mit Leuten vertragen, mit denen ich mich sehr, sehr krass gestritten habe, wo man sich in beide Richtungen sehr, sehr ekelhaft und unter die Gürtellinie geäußert hat. Aber dann ist das nicht gleich mein Habibi oder Bruder oder Bruderherz oder BFF, ja? Ich weiß nicht. Das ist dann auch schon wieder, das ist wieder cringe immer, ja? Dankeschön, Bruder. Vielen Dank. Bei Allah. Ich bin nicht dahinter, ich unterstütze sowas nicht. Machst du es? Bei Allah, ich bin 100%. Ich bin der rechte Arm von Manuelsen. Nur zur Information. Und nochmal, weder bei Allah, nehmen alle. Stopp mal, du kommst noch. Bei alle hier, Manu. Bei Allah, Allah. Hm. Weder habe ich jemand aufgehetzt, jemand gesagt, er soll es machen, er soll es tun. Ich bin gegen sowas. Nur zur Information. Den ganzen, ich küsse dein Herz auch noch was. Es ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Fibarello sich meldet. Wir hatten ja darüber schon gesprochen gehabt. Ist alles, also nein, vergiss das. Insta, Janne. Ich weiß. Kennt ihr das von Barello und Arafat, wo die über Hopfen und Malz reden? Warte, das muss ich kurz raussuchen. Das ist Legende. Papa Ari, schon Hopfen und Malz verloren bei dir. Was ist das, Papa Ari? Hopfen und Malz. Weißt du nicht, was das ist? Nein. Weißt du nicht, was kennst du, das Getränk Malzbier? Nein, aber sag weiter. Ist verloren. Wieso? Wo ist es? Wo ist es? Was ist verloren? Marello, wie alt bist du? 22, Papa Ari. Schon Hopfen und Malz verloren bei dir. Was ist das, Papa Ari? Hopfen und Malz. Weißt du nicht, was das ist? Nein. Weißt du nicht, was kennst du, das Getränk Malzbier? Oh, nein, aber sag weiter. Der Geilste. Ist verloren. Wieso? Wo ist es? Wo ist es? Was ist verloren? Barello, wie alt? Ist einfach, er ist, Barello ist einfach der King, Digga. Ja, das muss man wirklich sagen. Wo ist es? Papa Ari, wo ist es? Aber trotzdem nehmen die ganzen... Also, vergiss das. Insta, Janne. Ich weiß, aber trotzdem nehmen die ganzen Leute, die hier sind und die möchte gern Fitna machen, möge Allah euch vernichten. Egal, wer es ist. Bitte, Barillo. Bitte, Barillo. Ich habe auch natürlich was geredet und so, aber ich... Also, Engel ist ein Bruder von mir und da wurde so ein bisschen gehatet und so, als Rassist dargestellt und ich wollte den nur in Schutz nehmen und so, ne? Also ich habe ja nichts gegen dich oder gegen jemand anderen, ja was. Ich wollte den nur in Schutz nehmen, weil er wurde so dargestellt und dann habe ich meine Worte so halt gesagt, ne? Aber wenn es dich verletzt hat, dann tut mir leid, aber. Nein, ist nicht aber. Guck mal, ich will dir was sagen. Guck mal, du musst denjenigen in Schutz nehmen, der im Recht ist. Okay? Und wenn du das so gedacht hast, dann ist das ein ehrenhafter Gedanke für deinen Freund, ne? Aber es ist halt nun mal einfach falsch, weil es einfach falsch gelaufen ist. Guck mal, ich bin der Ältere, ich bin 44 Jahre alt, ich komme zu euch, ich weiß nicht, wie alt ihr seid, ne? Ich komme zu euch. Also Barello wird zu Anfang 20 sein. Engels Gesicht, schwer zu sagen, Bruder. Alles zwischen Anfang 20 und Mitte 50 ist, würde ich euch glauben, wenn ihr mir das sagt. Und hab euch das ganze Ding hier, alles, was wir geplant haben, so leicht wie möglich gemacht. Ja, keiner hätte irgendwas sagen müssen. Ich wäre jetzt auch rausgegangen, hätte weiter meine Sachen gemacht und dann wäre gut gewesen. So, aber wenn du mir jetzt hier sagst, du wolltest den Schutz nehmen, wenn ich dir was gesagt habe, dann tut's mir leid, aber ja. Ja, kommt ein bisschen komisch, die Aussage von Barello hier auf jeden Fall. Und auch wenn Ari gerade gesagt hat am Anfang, die Jungs reden aus freien Stücken, natürlich machen die das nicht. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Gespräch auch ohne Papa Arafat stattgefunden hätte. Der hat den beiden ordentlich eingeheizt, hat gesagt, ihr kleinen Wichser, Alter,
Ihr habt richtig Scheiße gebaut, wenn ihr euch nicht entschuldigt, ich bin weg. Ihr habt meinen Rücken nicht mehr, ihr seid vogelfrei, ich scheiß auf euch. Ihr macht genauso, wie ich das sage, sonst könnt ihr euch einen anderen Dumm suchen, der für euch ständig eure Streits schlichtet. Und bei Barello kommt es ein bisschen mehr durch, muss man ganz ehrlich sein, ja, dass er eigentlich gar keinen Bock hat, sich zu entschuldigen hier. Aber Manuelsen hat hier meiner Meinung nach vollkommen recht. Wenn ein Freund von dir jemanden irgendwie rassistisch beleidigt und du dich als sein Freund siehst, ist es deine Pflicht als Freund, ihn dafür zu rügen und ihn dafür zur Seite zu nehmen und zu sagen, Bro, was ist los mit dir? So kenne ich dich nicht. So wie du hier gerade in diesem Moment warst, habe ich dich nicht als Freund kennen und lieben gelernt. Lass so etwas. Entschuldige dich für diese Scheiße. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Guck mal, du hast nicht die Power, mir irgendwas zu sagen, was mich verletzen könnte. Es ist nur traurig, dass du das so sagst. Ich übersetze, okay. Übersetze dir, was er meint. Ich mit dem Gerät, ich übersetze dir. Er kann okay. Nicht. Ich übersetze dir, was er meint. Artikulieren. Okay. Er wollte nur. Also bei Barello ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Schade in Schutz nehmen, dass er kein Rassist ist. Dass du im Recht bist, ist außer Frage. Ja. Er wollte nur zeigen, dass er kein Rassist ist. Er hat den Fehler gemacht. Wallahi azim, genau das hat er mir auch gesagt. Nur Solche Gespräche haben die Chinesen, die TikTok erfunden haben, eindeutig nicht kommen sehen. Oder vielleicht gerade doch, Bruder. Ja, es gibt ja die Theorie, die ich gar nicht für so unrealistisch halte, dass der Osten sozusagen dem Westen, ja, der westlichen Welt, TikTok eingepflanzt hat und dort nur Gülle hochlädt, um den Westen zu verblöden. Schaut euch mal TikTok in China an, Bruder. Oder schaut mal auf YouTube, was Leute über TikTok-Videos in China sagen. Da ist so ein Quatsch hier nicht. Das hier bringt uns immer mehr an den Film Idiocracy ran. Tag für Tag. Ein Stückchen. Und noch ein Stückchen näher. Er wollte beweisen, nicht, dass er ihn Schutz nimmt, weil er sein Freund ist. Nein, Bruder. Bei Allah, er meint zu mir wörtlich, was Schade gemacht hat, ist unterste Schublade. Aber man darf ihn nicht als Rassist nennen, weil er keiner ist. Das wollte er dir sagen. Ja. Genau das. Guck mal, dass er jetzt nicht der Vollrassist ist, ne? Das glaube ich ja selber. Aber so. Ich glaube das nicht. Der hat schon mehrmals solche Sprüche abgelassen. Und ich glaube, der entschuldigt sich nur, weil Arafat ihm gesagt hat, entschuldige dich, sonst knallt's. Sonst sind wir geschiedene Leute. Ich kann damit auch falsch liegen, aber so einen Eindruck macht er auf mich. Ich kann mir vorstellen, dass in 2-3 Monaten wieder so etwas passieren wird. Weißt du was? Lass gar nicht drüber reden. Habibi, Mann. Das Thema ist zu. Thema ist zu. Schade. Entschuldigung. Ja, hast du irgendwas auf dem Herzen, irgendeinen schwarzen Fleck? Hast du? Nee, ich habe nur momentan heute wie viel bei Tipico Geld verloren, aber ich wünsche dir alles Gute. Was? Was? Bruder, was hat das mit diesem Gespräch zu tun? Er fragt ihn, hast du gerade irgendeinen schwarzen Fleck auf der Seele? So im Sinne von, tut dir noch irgendetwas weh, was unsere zwischenmenschliche Beziehung hier stört? Bruder, ja. Naja, ich habe gerade viel Geld bei Tipico verloren. Digga, das sind doch keine realen Personen, Bruder. Das ist doch geskriptete Scheiße von irgendeinem Mastermind. Vielleicht ist das auch alles von Arafat erfunden. So wie das Marvel Universe, DC Universe, TikTok Universe. Ja. Und der Stan Lee des TikTok Universe ist Arafat Abu Chaka. Viele haben sich gefragt, warum ist dieser Mann auf TikTok unterwegs? Jetzt wisst ihr warum. Habt ihr da mal drüber nachgedacht, Bruder? Ich hab's entschlüsselt. Gern geschehen. In Zukunft, du bist einer der besten Künstler. Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Du bist mein Bruder. Ja, von ich esse gerade hier Manuelsen zu ich peitsche den mit meinem Gürtel durch Duisburg zu ich liebe dich. Du bist mein Bruder innerhalb 48 Stunden. Das kann man sich nicht ausdenken. Dankeschön, Bruderherz. Barello, hast du irgendwas auf dem Herzen von mir? Bruderherz. Hast du irgendwas? Also, was meinst du? Also zum Thema oder so allgemein? Also bei dem ist doch wirklich Hopfen und Malz verloren.
Hast du irgendwas von mir noch? Hast du irgendein... Also in meinen Augen bester Sänger von ganz Deutschland. Manu. Habibi, danke schön. Schade. Ja, Abi. Guck mal, schade. Und schade. Ich bin mir sehr sicher, dass du diese Schokokuchen-Sache zurücknimmst und das hast. Ne? Deswegen, Arafat. Oder ganz Barak Alafik. Eine Minute nur noch. Ich will euch Fadal. Will euch beide was sagen. Ja. Er ist erstens euer älterer Bruder. Ob wollt oder nicht, ihr habt ihn zu respektieren. Ich meine das richtig ernst. Wenn jemand. Warum hat sich jetzt Manuelsen so erschreckt hier mit Kippe und ist kurz zur Seite? Darf man auf TikTok nicht rauchen oder was im Stream? Habt ihr das gesehen oder bilde ich mir das ein? Ihr habt ihn zu respektieren. Ich meine, euer Bruder. Ob wollt oder nicht, ihr habt ihn. Da? Darf man nicht? Krass, okay. Darf man hier so Vapes rauchen und sowas? Also nur keine echten Kippen nicht, oder? TikTok, richtige Saubermann-Plattform hier, ja? Ob wollt oder nicht, ihr habt ihn zu respektieren. Ich meine das richtig ernst. Wenn jemand das duldet, dass ein Älterer nicht respektiert wird, dann wirst du mich auch irgendwann nicht respektieren. Und da stehe ich nicht. Er ist euer älterer Bruder und falls in Zukunft irgendwas ist, seine Nummer habt ihr, ihr könnt ihn anrufen, ihr könnt ganz normal mit ihm reden. Ich kenne Bilal, mit ihm kann man ganz, sogar sehr, sehr sachlich, sehr, sehr gut reden auch. Nur zur Information. Dankeschön. Wallahi. Kein Problem. Gerne sogar. Und Jihad, der Bruder neben ihm, ist auch Haqqani, er ist auch ein korrekter Typ und er weiß, was Recht und Unrecht ist. Ja, Barello kann M-Punkt auf den Tod nicht ausstehen, das merkst du richtig, ja. Safe. Auch in der Ansage, die er gemacht hat gegen Manuelsen, nach Manuelsens, ich peitsche hier den Engelsgesicht mit dem Götter durch Duisburg. Hast auch ich gemerkt, dass er den auf den Tod nicht ausstehen kann. Mach's gut. Habibi Arafat. Barello. Sind wir Freunde jetzt, oder? Das ist schon wieder, das ist kein dummer Spruch gerade, ja. Man merkt das teilweise auch, wann Barello mit Absicht einfach mit Dummheit triggert, ja. Top-Troll, richtig, ja. Weil der diese ganze Charade hier auch komplett lächerlich findet. Sind wir Freunde jetzt oder was sind wir jetzt? Barello. Sind wir Freunde jetzt oder? Also wir sind Brüder. Manu, hab ich noch. Engels Gesicht dachte auch hier schon, ja. Sieht man nur nicht, weil es bei ihm relativ dunkel ist. Hat Manuel es wahrscheinlich nicht mitbekommen hier. Ach Mensch, ey. Also ich. Das ist doch hier auch, naja. Mal nochmal zurück hier. Ich will nochmal kurz Manuelsens Reaktion sehen. Man muss sich ja hier auf 5 Bildschirme gleichzeitig konzentrieren hier. Also wir sind Brüder. Allah. Man hat es am Mundwinkel gesehen. Er hat sich gerade auch nur gesagt, du Keck, Alter. Du bist doch, Junge. Deine Schaukel stand doch, als du ein Kind warst, ein bisschen zu nah an der Wand, Junge. Manu, alles gut. Ja? Es ist alles gut. Wir haben das jetzt gemacht, damit auch im Internet nicht weiter in meinen Streams oder in deinen Streams gedacht wird, ey, der Manuel so oder der Barello so oder Engelsgesicht so. Weißt du, ich meine, jeder hat jetzt gesehen, dass wir geredet haben. Alhamdulillah. Und alles ist gut. Und ich sag euch ganz ehrlich, der Größte gezeigt hat, ist Manu. Oxobilla, du hast Größte gezeigt. Das stimmt wirklich. Also an Manuelsens Stelle hätte er auch einfach sagen können, ich scheiß auf diese zwei... Nichtsnutzer, ja? Warum soll ich mit denen hier in ein Live-Gespräch gehen? Weißt du, das ist unter meiner Würde, weil what the fuck, Alter? Hätte er nicht machen müssen. Ich danke dir vielmals, Arafat. Dankeschön, dass du dieses Treffen hier aufgesetzt hast. Und vergesst auch nicht, ne? TikTok ist der neue Tisch hier, ne? Arafat hat hier ein Wort für euch eingelegt, ne? Und Martin hat mir ein Wort ans Herz gelegt, ja, ne? Haltet euch an die Älteren in so Sachen. Ich hab dir was gesagt. Aber Martin ist nicht älter als Manuelsen, oder? Der sieht noch fresh aus, der Boy. Also Martin Trompeter, meint er. Martin Trompeter würde ich jetzt auf Ende 30 vielleicht schätzen. 37, 38. Auch 45. Stabil. Gesagt, Wallah al-Azim, wer mein Wort bricht, ich werde das machen, was er... Der ist 68. Stell dir vor, Digga. Habe ich dir mein Wort gegeben? Manuel, und ich gebe mein Wort. Jihad auch. Ich rede hier in Jihads Namen.
wir machen unser Ding weiter und das, ihr macht euer Ding weiter und alles ist cool. Die Sache soll hier mit deinen Händen haben. Ich hab gegen niemanden was. Alles ist cool. Diese kleinen Brüder, wenn sie dich unterstützen. Manuel ist, glaube ich, 78er Baujahr, ne? Das heißt, er ist im Januar 45 geworden. Schützen kann von dieser Auge auf. So sage ich das. Manuel Abi, wenn du Lust und Laune hast, ich lade dich zu meinem Kampf ein. Was? Abi, wenn du Lust und Laune hast, ich lade dich zu meinem Kampf ein. VIP. Also jetzt kämpft noch Engelsgesicht oder was? Vor allem, er sagt ja auch nicht zu meinem Kampf, sondern in seinem Genusche sagt er, ich lade dich zu meinem Kampf ein. Bruder, das ist jetzt in diesem Kontext hier von jemandem, dem gerade rassistische Äußerungen unterstellt wurden, natürlich auch ein bisschen kritisch, ja? So einen Satz hier zu droppen, Alter. Holy shit, Alter. Dieses Video nimmt kein Ende. Dieses Video ist wirklich legendär, schon jetzt. Ja? Das gibt, da gibt's ein Like für, aber ganz glasklaren Like gibt's dafür. VIP. Weil wie Arafat auch lacht, ja. Also Arafat macht nicht nur Business auf TikTok mit diesen TikTok-Lelex hier, sondern veranstaltet auch Boxkämpfe für die dann. Ne? Engelsgesicht, aber gegen wen soll der kämpfen? Ich meine, der wiegt doch nur 30 Kilo oder so. Gegen Rambo. Gegen was? Gegen Rambo? Wer ist ein Rambo jetzt schon wieder? Gegen Rambo? Der Afghane. Kennst du diesen mit dem Aufsichtsstimme? Ja, ich kenne den. Kenne ich nicht, Bruder. Ja, wenn das auch ein TikToker ist, wie gesagt, keine Ahnung. Meinst du ernst? Ja. Ja. Ball Chance. Okay, danke dir. Okay. Warte, ich habe auch noch was zu sagen. Oder? Wolltest du gehen? Bitte. Alter, ich kann mir aber vorstellen, dass man zum Beispiel so einen Barello nie in so einem Boxkampf sehen wird. Wie gesagt, der trollt viel. Der ist nicht so doof, wie der hier tut. Lass den Mann jetzt in den Film. Manu Abi, guck mal. Natürlich. Vielleicht passt nicht zum Thema und so, aber weil wir das erste Mal live sind und so. Ich würde mir wünschen, mit dir einmal ein Match zu machen. Geil, Digga, ja. Er ist nicht nur ein Top-Tier-Troll, sondern auch ein Businessman, durch und durch. Match gegen Manuel Hilsen. Alter, Bruder, das würde TikTok sprengen. Ein Match Manuelsen versus Barello. Weil wir das erste Mal live sind und so. Ich würde mir wünschen, mit dir einmal ein Match zu machen. Können wir ein Match machen? Wenn du mich jemals ein Match machen siehst, ne, bitte komm und spuck mir ins Gesicht, bitte. Ja, beste Antwort aber, ja. Das ist gut. Merken wir uns auf jeden Fall, ne? Ich heiße nicht mehr Manuelsen, wenn ich irgendwann mal ein TikTok-Match mache. Irre. Okay, es tut mir leid. Okay. Ich küsse euer Herz. Aber verdammt, dankeschön. Salam alaikum, Habibi. Alaikum salam. Ja. Also, mit einer der wildesten Stunden, die ich in den letzten Monaten hier, glaube ich, im Stream hatte, ja. Danke dafür an alle Beteiligten. Grüße gehen natürlich raus an alle Beteiligten. Und ich hoffe, da herrscht jetzt Chair zwischen diesen Parteien. Denn mehr Frieden auf der Welt führt zu einer schöneren Welt, meine Freunde.